Zum ersten Mal heute ein Regierungsvertreter hier im Ringturm zu Gast. Ich begrüße den Vizekanzler und Chef der Österreichischen Volkspartei, Reinhold Mitterlehner. Guten Abend. Ich bedanke mich fürs Kommen und das gleich zweimal, denn immerhin sind Sie gekommen. Der letzte Gast, den wir eingeladen hatten 2014, den damaligen ÖVP-Chef, der ist nicht gekommen. Da sind damals Sie bereits hier gestanden. Spindelecker, so schnell kann das in der ÖVP gehen. Aber jetzt ist Stabilität, oder? Ich glaube schon, dass wir in dem Jahr bewiesen haben, dass wir recht stabil agieren und dass die Parteigemeinschaft wirklich auch gemeinsam zusammensteht. Schauen wir uns an, wie sich die ÖVP in diesem Jahr entwickelt hat. Sie sind jetzt seit 26. August Geschäftsführender, zuerst Parteichef und dann Parteichef. Das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr übermorgen. Sie sind gestartet, wir haben ja auch eine Grafik vorbereitet, von 19% hier. Ziemlich stark ging es dann mit diesem schwarzen Strich bergauf. Im Dezember 2014 waren es dann sogar 28% und seitdem geht es wieder bergab. Und ich will jetzt gar nicht dieses Wort Django-Effekt verwenden. Warum ist denn dieser Mitterlehner-Effekt innerhalb von einem Jahr wieder verschwunden? Sie können auch Django-Effekt verwenden, wenn es den ORF oder wen anderen freut. Aber ich würde sagen, der Effekt, wenn Sie das schon ansprechen, ist meiner Meinung nach gar nicht verschwunden. Wir haben uns gesteigert, jetzt sind wir genau in etwa bei dem, was wir bei dem Wahlergebnis gehabt haben im Jahr 2013. Es könnte natürlich mehr möglich sein. Ich muss schon sagen, erst einmal ist die Themenlandschaft eine viel schärfere geworden, über die werden wir wahrscheinlich reden. Und zum Zweiten, ich habe noch nicht oder meine Partei hat nicht einen Euro investiert in Werbemaßnahmen oder Plakate. Dazumals haben wir doch einen beträchtlichen Betrag investiert und 24% gehabt. Daher nehme an, dass sich die Wirtschaftslage verbessert, dass Potenzial und damit Luft nach oben da ist und das wollen wir gemeinsam nutzen. Herr Mitterlehner, ich nehme an, Sie haben heute auch das Profil aufgeschlagen und gesehen, dass die Freiheitliche Partei zum ersten Mal über 30% ist, 31%, und dahinter weit abgeschlagen SPÖ und ÖVP, 23 ÖVP und 22 SPÖ. Ist das nicht ein dramatischer Zustand? Und ich verschärfe gleich noch die Frage, in der Kanzlerfrage ist zum ersten Mal Heinz-Christian Strache vorne. Das muss doch eine dramatische Situation für eine Regierungspartei sein. Also ich würde den Härtegrad von Meinungsumfragen nicht überschätzen. Das sagen Sie aber immer. Sie haben einige Male jetzt gerade in letzter Zeit Wahlen Steiermark oder auch Burgenland oder auch in England erlebt, wie falsch die Umfragen dann waren. Ich möchte gar nicht auf das hingehen, sondern die Themenlandschaft ist eben eine, die der FPÖ in die Karten spielt, noch dazu, wo das auch meiner Meinung nach relativ schamlos ausgenutzt wird. Und auf der anderen Seite löst sich die zweite Protestpartei in dem Bereich, nämlich das Team Stronach, de facto selber auf. Das waren in etwa 6%. Jetzt rechnen Sie zu dem Potenzial, was vorher da war, das dazu, dann sind wir ungefähr dort. Bin aber relativ optimistisch, dass viele Österreicher nicht nur jetzt alles nachreden, was sie in der Form gerade jetzt in den Zeitungen oder von anderen lesen bzw. hören, sondern irgendwann einmal auch nachdenken. Und da brauchen Sie nicht recht lang, um zum Schluss zu kommen. Eigentlich als außer dem Ausländerthema und nicht einmal dort gibt es einen Lösungsvorschlag. Bei den Freiheitlichen etwas da. Ja. Am Programmpunkten, und das haben Sie ja versucht, letzte Woche auch einigermaßen aufzuarbeiten, es gibt wenig. Bei der Umweltpolitik, bei der Wirtschaftspolitik, bei der Arbeitsmarktpolitik. Ich würde nur wissen, ist das noch eine Volkspartei oder eine Kleinvolkspartei? Ich glaube, Volksparteien haben es generell jetzt bei dieser Themenlandschaft nicht ganz einfach. Aber ich glaube trotzdem, dass das Potenzial in Richtung Wirtschaftspartei, in Richtung aber auch Krisenmanagement da ist. Und auf der anderen Seite, wir sind die Einzigen, und das müssen wir auch noch besser herausstreichen, die wirklich auch Leistung, Eigenverantwortung, Eigentum, nicht nur das Wort reden, sondern auch dafür stehen, was so mehr oder weniger unter Marktwirtschaft man heute mitnimmt. Aber jetzt geht sich doch nur mehr aus, und wenn wir es jetzt umdrehen, blau-schwarz oder blau-rot, es geht sich eine Zweierkonstellation rot-schwarz oder schwarz-rot nicht einmal mehr aus. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir eben nicht Wahlen haben. Und ich gehe wirklich davon aus, dass wir einen sehr guten Wahlkampf machen können und dass wir auch noch genügend Zeit haben, um unsere Themen entsprechend zu vermitteln. Aber nicht nur zu vermitteln, sondern auch die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das ist unsere Linie in der Volkspartei nach dem neuen Grundsatzprogramm, was wir am Parteitag auch beschlossen haben. Deswegen bin ich recht zuversichtlich, wir werden schon noch kommen und in Richtung der Werte gehen, die vorher angesprochen waren, aber auch darüber hinaus. Bei der Frage, welcher ÖVP-Politiker fällt mir positiv aus, liegen Kurz, Schelling, Ruprecht und Brandstätte vor Ihnen. Tut das weh?
Also erstens haben Sie das falsch zitiert, weil es nicht richtig ist, sondern ich liege eigentlich konstant immer im vorderen Bereich. Und in der Kanzlerfrage, ja, also da sind Sie vorne, das stimmt. Nein, aber auch wenn bei Sie den anderen Werten. Wenn Sie die anderen Werte, den letzten Vertrauensindex anschauen, aber es geht ja nicht darum, den Vertrauensindex jetzt in der Form vorzurechnen. Als Parteiobmann haben Sie natürlich auch andere Herausforderungen als Fachminister. Das habe ich auch so mehr oder weniger am eigenen Leib schon erfahren. Bin durchaus mit dem zufrieden. Auch dort ist das Potenzial nach oben da. Ich glaube, dass da einiges an Möglichkeiten sich offenbart. Sie wirken relativ zufrieden. Sie haben mir gesagt, Wolfgang Schüssel ist Ihr Vorbild. Der hat vor 13 Jahren 600.000 Stimmen von den Freiheitlichen zurückgewonnen. Ist das nicht Ihr großes Ziel? Oder sagen Sie, es wird schon irgendwie wieder werden? Na, ich kann mich auch erinnern, dass der Wolfgang Schüssel damals mit 20% gestartet ist und dann am Schluss nach dem Wahlkampf bei 28% gelegen ist. Und dann bei 42%. Und dann mit dieser Konstellation, dass im Knittelfeld gekommen ist. Und dann leider sind wir wieder auch bestimmt, was den Prozentsatz anbelangt, leider ein wenig zurückgefallen. Aber im Endeffekt ja, ich glaube, es ist möglich, dass man auch von den Freiheitlichen zurückgewinnen kann. Bis jetzt haben sie es ja auch nur in den Meinungsumfragen gewonnen. Und es hat sich ja niemand mit der Politik intensiv auseinandergesetzt. Es genügt, aus dem Urlaub kommend zu verkünden, Ausländer raus, Schluss mit dem Asylchaos und das war es. Ich glaube, da muss man auch zum Nachdenken anfangen und wir möchten die Österreicher auch zum Nachdenken bringen. Das allein wird es nicht sein.